Dieses Thema ist im Übrigen nicht ganz einfach, weil es meines Erachtens in mehrerer Hinsicht Klärung erfordert. Es erfordert einmal einige Ausführungen zu der Frage, was wir eigentlich unter Altersbildern verstehen wollen. Es erfordert ein mindestens implizites Verständnis von erfolgreichem Altern und es erfordert natürlich auch eine zumindest ansatzweise Betrachtung, wenn man so will, des Wesens intergenerationeller Beziehungen. Und das werde ich nun versuchen, in den nächsten 15 bis 17 Minuten zumindest in Ansätzen zu leisten. Ich möchte beginnen mit einem Verständnis von Altersbildern, wobei hierzu einleitend zu erwähnen ist, dass der Begriff Altersbild ja im Angloamerikanischen kein klares Äquivalent hat. Was wir im Deutschen unter Altersbildern verstehen, finden Sie im angloamerikanischen Sprachraum unter sehr unterschiedlichen Begriffen, beispielsweise Age Stereotypes, also Altersstereotype, beispielsweise auch Perceptions of Aging, also einfach Wahrnehmungen des Alters. Auf der anderen Seite haben wir aber auch neuerdings Begriffe wie Self-Stereotypes of Aging oder schon etwas länger Attitudes towards Own Aging, also die Frage der Einstellung zum eigenen Alter, was wir letzten Endes im deutschen Sprachraum durchaus auch unter dem Begriff des Altersbildes fassen. Deswegen ist hier die Frage einer Definition sicherlich nicht so sehr einfach zu beantworten. Möglicherweise kann man da auch keinen völligen Konsens herstellen. Was ich persönlich als einen allgemeinen Nenner zumindest mal für den Rest meines Vortrags hier betrachten würde, wäre, dass man unter Altersbildern letzten Endes Meinungen und Überzeugungen zu verstehen hat, die sich auf Alter, Altern und ältere Menschen richten. Darüber hinaus ist mir persönlich wichtig, dass sich Altersbilder kontextspezifisch auswirken. Kontextspezifisch heißt in diesem Zusammenhang in Abhängigkeit von Personen- und Umweltmerkmalen. Nicht jeder Mensch ist in gleichem Maße von Altersbildern anderer betroffen. Nicht in jeder Situation sind wir das in gleichem Maße. Und als Konsequenz von Altersbildern sieht man üblicherweise Deutungen, Wertungen oder auch Emotionen, die dann eben spezifisch für Situationen sind. Man muss aber dazu sagen, meines Erachtens, dass diese entsprechenden Deutungen, Wertungen, Emotionen natürlich nicht in jedem Kontext auftreten müssen. Und hier liegt möglicherweise ja auch ein Ansatz für auf Altersbilder gerichtete Interventionen. Heißt aber gleichzeitig auch, wovon ich mich ausdrücklich abgrenzen möchte, ist eine Sichtweise von Altersbildern derart, dass wir gewissermaßen wie eine Eigenschaft, ein Altersbild besitzen, das sich auf einer evaluativen Dimension als mehr oder weniger positiv einordnen lässt. Hingegen vielmehr, wir haben unterschiedliche Altersbilder, die wir in sehr unterschiedlichen Situationen verwenden oder zum Teil eben gerade auch nicht verwenden. Wenn man sich nun mit der Altersbildforschung auseinandersetzt und etwas näher auch auf intergenerationelle Beziehungen kommt, dann erscheinen mir vor allen Dingen zwei theoretische Argumentationen bedeutsam, die ein Stück weit zusammenhängen mit dieser Trennung, die ich vorhin gemacht habe, zwischen Altersstereotypen und Selbststereotypen oder Einstellung zum eigenen Alter. Was Altersstereotype betrifft, finden Sie häufig die Argumentation, dass Altersbilder gewissermaßen als sich selbst erfüllende Prophezeiungen wirken. Ich möchte in diesem Zusammenhang zumindest zwei Forschungstraditionen genannt haben. Das sind zum einen Untersuchungen zur erlernten Abhängigkeit von Margret Baltes, die sich mit der Begründung unselbstständigen Verhaltens in stationären Einrichtungen beschäftigt hat. Und das ist zum anderen das sogenannte Predicament of Aging oder das Modell einer kommunikativen Beeinträchtigung älterer von
Elizabeth Ryan, die sich insbesondere dann mit, wie wir heute sagen würden, diskriminierendem Sprachverhalten gegenüber Älteren beschäftigt hat. Idee bei dieser für mich gemeinsamen Argumentationslinie letzten Endes ist, dass Sie Hinweisreize haben in der Situation, die sich zunächst mal festmachen lassen am Erscheinungsbild, am Verhalten des älteren Menschen. Auf dieser Grundlage werden Erwartungen aktualisiert beim Interaktionspartner, der sich dann in spezifischer Weise verhält, möglicherweise an spezifischen Verhaltensskripts, wie Margaret Baltus das genannt hat, orientiert, auf diese Weise dem Älteren wiederum spezifische Verhaltensspielräume eröffnet, damit Verhalten und langfristig so die Idee im negativen Falle auch den Verlust von Kompetenzen gewissermaßen induziert. Das wäre so die erste Argumentationslinie. Es gibt eine zweite, die stärker auf die Selbstwahrnehmung von Alter abzielt. Das kommt insbesondere im Ausdruck in der neuerdings von Thomas Hess vor allem propagierten Stereotype-Threat-Hypothese. Das heißt, Stereotype wirken hier letzten Endes als Bedrohung. Sie kommen als älterer Mensch in einer Situation, von der Sie wissen, dass die Gefahr besteht, dass Sie ein negatives Altersstereotyp bestätigen. Dadurch werden letzten Endes Sichtweisen der eigenen Person aktualisiert. Es wird eine Bedrohung erfahren, die wiederum dann die aktuelle Leistung in der Situation gravierend beeinträchtigen kann, ist beispielsweise nachgewiesen worden in einer ganzen Reihe von Experimenten zur kognitiven Leistungsfähigkeit. Man kann zeigen, dass man etwa durch die Art der Gestaltung der Testsituation gerade bei älteren Menschen, denen es wichtig ist, kognitiv leistungsfähig zu sein, erhebliche Leistungseinbußen im Vergleich zu normalen Situationen induzieren kann. Ich komme nun zu einigen Grundtatsachen, wenn man so will, intergenerationeller Beziehungen, die ich für dieses Thema hier für wichtig erachte. Zunächst mal ist hier meines Erachtens einzugehen auf Karl Mannheim, der bereits 1928 in seinem Aufsatz zum Problem der Generationen eigentlich das begründet hat, was wir heute eigentlich unter Generationenlagerung und zum guten Teil auch unter Generationenbeziehungen auf gesellschaftlicher Ebene verstehen. Karl Mannheim hat auf der Grundlage eines Gedankenexperiments, wie würde eine Gesellschaft aussehen, in der es eben keine Generationenfolge gibt, in der eine Generation ewig lebt, sogenannte Grundphänomene der Generationslagerung herausgearbeitet. Und das für uns hier Wesentliche an seiner Argumentation ist, dass sich aufeinanderfolgende Generationen notwendigerweise unterscheiden müssen in ihren Perspektiven auf Gesellschaft, einfach schon deswegen, weil durch das später Geborensein Erfahrungen in einer anderen Reihe gemacht, Mannheim würde sagen, aufgeschichtet werden. Für Mannheim ist das nun kein grundlegender Konflikt, sondern genau genommen der grundlegende Motor der Möglichkeit gesellschaftlichen Wandels, denn nur dadurch, dass sie eine andere Aufschichtung von Erfahrungen haben, haben sie letzten Endes auch die Möglichkeit, zu neuen Bewertungen zu kommen, einen neuen Zugang zu finden und das möglicherweise für gesellschaftliche Entwicklung notwendige Vergessen auch überhaupt zu leisten. Wichtig aber nun, wenn man sich mit Mannheim beschäftigt, ist, dass er bei dieser Diskrepanz, wenn man so will, zwischen Generationen natürlich nicht stehen bleibt. Denn zu den Grundphänomenen der Generationslagerung gehört eben auch die Vermittlung zwischen den Generationen, die Weitergabe von Erfahrungen. Aber wenn man Mannheim ernst nimmt, eben nicht einfach die Weitergabe von Erfahrungen der Älteren, sondern die Weitergabe von Erfahrungen in Anpassung an eine neue Perspektive Jüngerer,
Das heißt, in der Notwendigkeit der Weitergabe von Erfahrungen im Kontext gesellschaftlichen Wandels ist letzten Endes auch die Notwendigkeit einer Kommunikation zwischen den Generationen begründet. Das heißt, es gibt nach Mannheim die Situation, in der die eine Generation von der anderen lernt, genau genommen überhaupt nicht. Sondern es müssen eigentlich immer beide voneinander lernen. Auch die weitergebende Generation muss mindestens die Perspektive der nachfolgenden Generation lernen, ansonsten kann intergenerationelle Beziehung, gesellschaftlicher Wandel, wenn man so will, überhaupt nicht funktionieren. In diesem Zusammenhang vielleicht noch hinzuweisen auf eine Weiterentwicklung von Karl Mannheim, das wäre Mathilda Reiley, sicherlich eine der bedeutendsten Vertreterinnen der Alterssoziologie des letzten Jahrhunderts. Sie hat sich insbesondere beschäftigt mit dem Zusammenhang zwischen individuellem und gesellschaftlichem Altern. Grundidee bei Mathilda Reiley ist, dass eine jede Gesellschaft, und da kann man durchaus Bezüge zu Mannheim explizieren, dass eine jede Gesellschaft letzten Endes nach Alter genauso geschichtet ist wie nach Merkmalen wie sozialem Status oder Geschlecht. Das heißt, Gesellschaften lassen sich dadurch kennzeichnen, dass sie lebensaltersspezifisch bestimmte Rollen zuweisen, bestimmte Erwartungen haben, Verhalten in bestimmter Art und Weise sanktionieren. Wir würden auch sagen, dass sie eben altersgruppenspezifisch spezifische Altersbilder präferieren, verstärken bzw. auch sanktionieren. Und die Grundidee bei Frau Reiley ist nun, dass sie aus der Tatsache, dass sich individuelles Altern immer ändert, das heißt spätere Generationen altern einfach anders als frühere, von gesellschaftlicher Seite her auch einen permanenten Anpassungsbedarf haben. Das heißt, Gesellschaft ist gefordert, sich an sich verändernde individuelle Alternsprozesse anzupassen. Andererseits ist natürlich auch das Individuum gefordert, sich an eine verändernde Altersstruktur kontinuierlich anzupassen, weil das kann gleichzeitig nicht funktionieren. Das heißt, sie haben immer so etwas wie eine gewisse Diskrepanz. Sie befinden sich letzten Endes in einem permanenten Aushandlungsprozess. Wir können das Problem angemessener Altersbilder für die jeweils aktuell ältere Generation von daher immer nur annäherungsweise nähern. Hier ist das ein Stück weit grafisch dargestellt. Sie haben sich hier die Diagonalen vorzustellen als individuelle Alternsprozesse. Die Vertikalen haben Sie sich vorzustellen als die zu bestimmten Zeitpunkten jeweils charakteristischen Altersstrukturen der Gesellschaft. Sie sehen hier, dass das Individuum im Laufe seiner Entwicklung sehr unterschiedliche Altersstrukturen durchläuft und dass es insbesondere in früheren Jahren in Altersstrukturen sozialisiert wird, beziehungsweise Altersrollen auch lernt, die keine Gültigkeit mehr haben, wenn es selbst älter ist. Soweit vielleicht zu dieser zweiten Perspektive intergenerationelle Beziehungen. Ich denke, damit ist zumindest mal die wechselseitige Verantwortung von Individuum und Gesellschaft ein Stück weit deutlich gemacht. Thema sollte ja sein, erfolgreiches Altern in intergenerationellen Beziehungen. Und wenn man von erfolgreichem Altern spricht, muss man natürlich sagen, was man denn genau darunter denn nun verstehen möchte. Und ich denke für uns, das hat Andreas Kruse meines Erachtens sehr deutlich gemacht, ist erfolgreiches Altern eben nicht einfach nur mit der jeweiligen Situation zufrieden zu sein, sondern erfolgreiches Altern ist letzten Endes auch bezogen auf Entwicklungsaufgaben, die sich in bestimmten Lebensaltern stellen. Natürlich muss man zeigen können, dass diese Entwicklungsaufgaben nicht völlig entgegengesetzt zu Zufriedenheitswerten laufen. Das können wir anhand von einer ganzen Menge von Untersuchungen, das kann ich an dieser Stelle nun so nicht erläutern. Wenn man über Entwicklungsaufgaben spricht und sich so die großen Theorien in unserem Fach anguckt, dann wäre hier, Andreas Kruse hat das ja auch getan, sicherlich zunächst mal Erik Homburger-Erikson zu nennen, der im Prinzip zwei Entwicklungsaufgaben im Alter postuliert. Das ist zum einen bei ihm noch verstärkt im mittleren Erwachsenenalter Generativität, das ist im höheren Alter dann Integrität. Wichtig bei Erikson ist nun, dass sich diese beiden Entwicklungsaufgaben
gewissermaßen ablösen. Das hängt ein Stück weit mit der Logik seines Modells zusammen, dass er Persönlichkeitsentwicklung eben über 8 sogenannte psychosoziale Krisen rekonstruiert. Das hängt ein Stück weit auch damit zusammen, dass er Generativität zum großen Teil auch im Sinne von Weitergabe innerhalb der Familie, im Sinne von Kinder bekommen, Kinder erziehen, Kinder anleiten, verstanden hat, wenngleich man Erikson natürlich Unrecht tut, wenn man ihn darauf reduziert. Er hat andererseits, das wissen Sie vielleicht, natürlich auch Biografien über Mahatma Gandhi oder Martin Luther geschrieben, in denen er dann ein umfassenderes Verständnis von Generativität expliziert hat. Aber ursprünglich ist es auf jeden Fall so, dass er diese Aufeinanderfolge der Entwicklungsaufgaben postuliert hat. Andreas Kruse hat bereits gesagt, dass für uns der Begriff der Generativität eigentlich zentral ist, was so unser Verständnis des Alters, insbesondere auch des hohen Alters, angeht. Wir greifen damit letzten Endes auch eine Reihe theoretischer Ansätze in unserem Fach auf, die diese Theorie von Erik Homburger Erikson dahingehend modifiziert haben, dass zunächst mal Generativität nicht mehr als zeitlich befristete Aufgabe angesehen wird, sondern dass man eben Generativität gewissermaßen dann auch im sehr hohen Alter als nach wie vor thematisch begreift. Das hat viel damit zu tun, dass man Generativität in anderen Kontexten betrachtet, dass es hier beispielsweise auch darum geht, Erfahrungen auch in der Deutung von Grenzsituationen und dergleichen mehr weiterzugeben. Ich möchte das jetzt nicht an dieser Stelle in Anbetracht der Zeit so weit ausführen. Andreas Kruse hat dazu ja einiges gesagt. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass dieser Begriff der Generativität natürlich sehr große Nähe zum Begriff der Mitverantwortung hat, den wir in anderen Kontexten verwenden. Mitverantwortung ist für uns eigentlich mehr so eine anthropologisch-philosophische Kategorie, ist möglicherweise auch nicht wirklich beschränkt auf die Weitergabe in der Generationenfolge. Ansonsten ist natürlich zwischen Mitverantwortung und Generativität eine hohe Ähnlichkeit da. Ich möchte nun abschließend noch mal ganz kurz auf diesen Begriff der Generativität zu sprechen kommen. Es ist ja eine Sache, dass man sagt, es geht hier letzten Endes darum, dass etwas weitergegeben wird, aber möglicherweise kann man den Begriff der Generativität noch einmal etwas weiter differenzieren. Das ist hier versucht in dem Schaubild, das Sie vor sich sehen, und ich hoffe, dass man auf diese Art und Weise nochmal so die wechselseitige Verantwortung von Individuum und Gesellschaft auch deutlich machen kann. Wir können in dieser Vorstellung hier zunächst mal zwischen drei unterschiedlichen Ebenen differenzieren. Das wäre die Ebene der Motivation, das wäre die Ebene von Gedanken und Plänen und das wäre die Ebene des Verhaltens. Letztere ist ja die, an der man Generativität üblicherweise festmacht. Idee ist nun, dass wir auf der Ebene der Motivation im Prinzip zwei komplementäre Quellen haben. Wir haben einmal so etwas wie personale Bedürfnisse. Es gibt so etwas wie ein Bedürfnis, von anderen gebraucht zu werden. Es gibt so etwas wie ein Bedürfnis nach symbolischer Unsterblichkeit. Das heißt, irgendetwas zu schaffen, was länger Bestand hat als die eigene Existenz. Auf der anderen Seite gibt es natürlich kulturelle Anforderungen, gibt es soziale Rollen, soziale Erwartungen, die natürlich gleichfalls Verhalten oder das Auftreten von Verhalten beeinflussen. Auf der Ebene dieser beiden komplementären motivationalen Quellen entstehen nun persönliche Anliegen und Verpflichtungen, die aber auch nur dann in Verhalten umgesetzt werden können, wenn weitere Meinungen und Überzeugungen hinzukommen. Das ist insbesondere die Überzeugung, dass die Generation, für die Sie sich engagieren, dieses Engagement überhaupt wert ist. Das heißt, Sie haben bereits hier zu dem, was ich bislang gesagt habe, sowohl auf der Ebene kultureller Anforderungen den Einfluss von Altersbildern, Sie haben auf der Ebene individueller Bedürfnisse den Einfluss von Altersbildern, weil das ja immer auch bezogen ist auf die Wahrnehmung eigenen Alterns, auf die Wahrnehmung von Möglichkeiten, die mir in Zukunft überhaupt noch offen stehen können. Und Sie haben weiterhin nochmal den Einfluss von Altersbildern hinsichtlich der Frage, welche Art von Engagement ist es überhaupt wert, eingegangen
zu werden. Und jetzt komme ich auf einen weiteren und für mich in diesem Vortrag hier abschließenden Punkt, der vielleicht ein Stück weit auch erklärt, warum wir Integrität nicht mehr als gesonderte Entwicklungsaufgabe des höheren Alters betrachten. Generativität steht für uns in engem Zusammenhang zur Identität der Person, insbesondere zu dem, was man gemeinhin narrative Identität nennt. Dahinter verbirgt sich die Vorstellung, dass man sich Identität letzten Endes wie Erzählungen vorstellen soll. Das heißt, das, was Identität ausmacht, sind letzten Endes die Geschichten, die ich anderen über mich selbst, aber auch mir über mich selbst erzählen würde. Und narrative Identität hat nun als einen wesentlichen Aspekt eben gerade auch Generativität oder was man in einschlägiger theoretischer Tradition dann auch Generativitätsskripte nennt. Das heißt, sie erwerben dann letzten Endes biografisch auch Vorstellungen darüber, in welchen Situationen sie selbst effektiv Generativität verwirklichen können, in welchen Situationen sich das lohnt, in welchen Situationen das nicht lohnt und insbesondere auch, wie das prospektiv tatsächlich weitergehen wird. Das heißt, sie haben letzten Endes das, was Erikson als Integrität bezeichnet, also einen großen Teil davon, bereits auch in diesem Verständnis von Generativität integriert. Und ich hoffe, dass ich zumindest klar gemacht habe, dass hier Altersbilder auf sehr unterschiedliche Facetten entscheidende Wirkung haben. Ich habe nun leider in Anbetracht der Zeit nicht die Möglichkeit, Ihnen zu diesen einzelnen doch weitgehend theoretischen Punkten nochmal empirisch stützende Belege zu liefern. Ich kann lediglich darauf hinweisen, wir haben die aus sehr vielen Projekten in sehr unterschiedlichen Ländern und wir stehen zu diesem Modell, das im Übrigen, wie alles, was ich jetzt gesagt habe, letzten Endes eine sehr optimistische Perspektive ist. Denn wenn ich gesagt habe, Altersbilder wirken vor allen Dingen kontextspezifisch, dann ergeben sich daraus vielleicht auch gerade Möglichkeiten für Intervention. Es geht nicht immer darum, komplett andere Vorstellungen von Alter zu vermitteln. Es geht in vielen Situationen einfach nur darum, dass bestimmte Vorstellungen genau hier nicht angemessen sind und das sollte eigentlich wesentlich leichter sein. Das heißt, die Variabilität von Altersbildern ist ja, insbesondere wenn man sich an der Stereotypforschung orientiert, eine sehr schwierige Sache, denn Stereotype haben ja häufig dieses Merkmal der Rigidität. Wenn ich aber über Kontexte argumentiere, über die, wie wir sagen würden, Salienz von Altersbildern, ergeben sich daraus möglicherweise ganz andere Interventionsmöglichkeiten. Das wäre so der erste Punkt im Sinne eines Fazits. Der zweite, der mir sehr wichtig wäre hier, ist, dass hoffentlich an der einen oder anderen Stelle deutlich geworden ist, dass wir es hier eigentlich immer mit einer doppelten Verantwortung zu tun haben, mit der Verantwortung der Gesellschaft, als auch mit der Verantwortung des Einzelnen. Das heißt, erfolgreiches Altern in intergenerationellen Beziehungen ist letzten Endes nie immer nur Sache des Individuums und seines Verhaltens, sondern es ist, und da komme ich nochmal auf Andreas Kruse zurück, es ist natürlich zum guten Stück auch eine Frage der innerhalb einer Gesellschaft zur Verfügung gestellten oder zur Verfügung stehenden öffentlichen Räume. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.